und natürlich die Menschen dort im wahrsten Sinne des Lebens untergehen, ist aber aus meiner Sicht ehrlich gesagt jetzt auch nicht irgendwie so ein Riesenproblem, oder? Ob wir dann wirklich begriffen haben, worum es eigentlich geht. 300 Euro pro Tonne CO2 und deswegen müsste eigentlich die FDP die erste Partei sein, die sagt Hurra. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Freitag. Es ist wieder Zeit für die Worte zum Freitag. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, meinen Gedanken zu folgen. Und ja, ich freue mich wieder darauf, mit euch zu teilen, was mir in dieser Woche durch den Kopf gegangen ist. Das war in dieser Woche ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Und es kam irgendwie eins zum anderen. Ein Puzzleteil kam zum nächsten. Gestern Abend dann sozusagen die Krone obendrauf, eine Reportage. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Programm das eigentlich war. Ich bin übrigens wieder mit dem Hund draußen, also nicht wundern, wenn ich mich mal so links und rechts drehe oder mir die Leine über den Kopf drehe. Gestern Abend eine Reportage über die Auswirkungen des Klimawandels auf, und jetzt muss ich gestehen, das habe ich nicht mehr im Kopf, einen südostasischen Inselstaat. Ich glaube, das war in der Sendung Länder, Menschen, Abenteuer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es leider in der ARD bzw. in der Mediathek heute früh nicht gefunden. Deswegen kann ich euch jetzt ehrlich gesagt leider den Namen dieses Landes, dieses Staates nicht sagen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch rauskriegt. Genau, und was nicht dort, natürlich ein Inselstaat, der wie viele andere auch sehr stark von Extremwetterereignissen, aber auch vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen ist und natürlich die Menschen dort im wahrsten Sinne des Lebens untergehen. Und mich hat die Aussage eines jungen Mädchens oder einer jungen Frau dort sehr beeindruckt, die gesagt hat, die westlichen Länder sollen damit aufhören. Die westlichen Länder sollen damit aufhören, unsere Welt kaputt zu machen durch immer mehr Treibhausgasemissionen. Es wurden dann verschiedene Beispiele gezeigt, wie sich die Menschen in diesem Inselstaat versuchen, gegen das, ja, Wasser des Wortes, Verschwinden ihres Staates zu wehren, das Pflanzen von Mangroven und so weiter, also Küstenschutzmaßnahmen bis hin zu Betonwänden, die sich die bauen, die sich das leisten können, um gegen die Sturmfluten, die einmal pro Woche oder was, einmal pro Monat, ich glaube einmal pro Monat, zu wehren und zu schützen. Total krass. Und obwohl ja ich und ihr und wir alle uns ja regelmäßig und ständig mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn man das dann nochmal so aus verschiedenen anderen Perspektiven irgendwie, auf Deutsch gesagt, in die Fresse bekommt, dann denkt man nochmal ganz anders darüber nach und dann merkt man eigentlich, wie wichtig das Thema ist, über das wir hier gerade sprechen. Ein anderer junger Mann hat dann gesagt, er versteht es nicht, warum die Menschen in den USA, in China, auch bei uns in Europa natürlich, warum wir nicht erkennen, dass wir alle irgendwie in einem Boot sitzen und nicht gemeinsam gegen diese Geschichte angehen, sondern es immer noch genug Leute gibt, die der Meinung sind, das geht sie nichts an. Ich habe auch gerade hier auf dem Penny-Parkplatz jemanden quasi beobachten müssen, in Anführungszeichen, der mit Karacho, mit einem riesen Diesel auf den Parkplatz gefahren ist und 3 Minuten später mit einer Zeitung rauskam und dann mit Karacho wieder weggefahren ist. Und solange das so läuft, weiß ich nicht, ob wir dann wirklich begriffen haben, worum es eigentlich geht. Und das Ganze kann man natürlich in einen wunderbaren Zusammenhang einbetten. Ihr habt das mitbekommen. In den letzten Wochen überschlagen sich ja unsere Parteien und Politiker darin, wer der größte Klimaschützer des Landes ist. Seit Wochen geht es darum, wer die größten Ziele aufsteckt, wer die weitestgehenden Ziele aufsteckt. Und wir sind natürlich mitten im Wahlkampf, das ist auch wieder klar. Und 2 Dinge sind mir da aufgefallen. Punkt Nummer 1 oder zwei Vorschläge sind mir da aufgefallen, nämlich die Grünen sind angekommen mit einem Vorschlag, das Benzin um 16 Cent teurer zu machen. Und aus der Regierung kam wohl schon seit längerem die Vorstellung, die Idee, ich muss mal hier kurz die Straßenseite wechseln, dass sich in Zukunft Mieter und Vermieter die steigenden CO2-Bepreisungskosten doch bitte in Zukunft teilen sollen. Und das war eigentlich wohl ausgemachte Sache. Und jetzt ist irgendwie gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern war es, die Bombe geplatzt, weil die, ich glaube, die Unionsparteien dann plötzlich der Meinung waren, ach nee, das finden wir jetzt irgendwie doch nicht so eine wahnsinnig geile Idee. Also wir reden dann hier eigentlich über zwei völlig, aus meiner Sicht, ziemlich lächerliche Dinge. Nämlich
auf der einen Seite die Dinge teurer zu machen, die eben unter anderem für den Klimawandel verantwortlich sind. Und dazu gehört nun mal das Verbrennen fossiler Kraftstoffe. Und auf der anderen Seite, dass sich in Zukunft, dass wir diese Verantwortung einfach annehmen und gemeinsam, also zum Beispiel hier Mieter und Vermieter, sagen, okay, auch wir müssen natürlich unseren Beitrag leisten. Ich kann schon verstehen, wenn manche Vermieter sagen, ich habe keinen Bock, die Kosten mitzutragen, wenn meine Mieter in der Meinung sind, sie müssten ihre Buden auf 26 Grad aufheizen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch die Mieter verstehen, die sagen so, ja, jetzt müssen wir hier steigende CO2-Preise sozusagen mit den Heizkosten mittragen, weil mein Vermieter eben der Meinung ist, er müsste immer noch mit Öl heizen und keinen Bock hat, irgendwie was in die Dämmung oder in die Modernisierung des Gebäudes oder der Heiztechnik zu investieren. Und da muss es einen Interessenausgleich geben. Weil wenn wir das irgendwie nicht gemeinsam packen, dann packen wir es gar nicht, weil wir sonst immer wieder anfangen, die Verantwortung von einem auf den anderen zu schieben und irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen. So, aber jetzt lassen wir uns das doch nochmal durch den Kopf gehen. Worüber reden wir denn hier eigentlich? Wir reden doch eigentlich über völlig logische Dinge, oder? Dass natürlich zum Beispiel beim Thema CO2 und Mieter, Vermieter beide an einem Strang ziehen müssen, ist doch eigentlich völlig klar. Einer alleine kann das nicht machen. Ein Eigenheimbesitzer, so wie ich zum Beispiel, ich kann die Entscheidung selber treffen oder sie eben wie meine Nachbarn eben sie nicht treffen. Also wir haben uns für eine Wärmepumpe entschieden, die haben sich für eine neue Gasheizung entschieden. Okay, jetzt muss jeder sein Bündel tragen. Wir hatten halt hohe Investitionskosten und die werden halt in Zukunft wahrscheinlich deutlich mehr fürs Heizen bezahlen müssen und jeder muss halt gucken, ob er das für richtig findet oder nicht. Bei Mietern, Vermietern ist die Sache ein bisschen anders. Hier muss es, wie gesagt, ich wiederhole mich, einen Interessenausgleich geben. Beide müssen da sein, müssen dabei sein, müssen dran mitziehen und das Ziel muss halt auch klar definiert sein. Ist aber aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht irgendwie so ein Riesenproblem, oder? Weiß ich nicht, wie seht ihr denn das? Ist das wirklich so ein Riesenthema? Man kann ja meinetwegen auch noch irgendwo einen anderen Aufteilungsschlüssel finden, 75, 25 oder keine Ahnung, irgendwo auch nochmal mit Vermietern, mit Energieberatungen rangehen und sagen so, ja, also hier, was weiß ich, 25 Grad im Winter bei offenem Fenster muss ja nicht unbedingt sein. Da denke ich, findet man auch irgendwo einen Weg, um auf beiden Seiten irgendwie euch das Bewusstsein zu schärfen und auf der anderen Seite aber auch irgendwo für eine vernünftige Lösung zu sorgen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als so ein Riesenproblem an. Beim Thema Benzinpreis bin ich ehrlich gesagt der Meinung, bin ich nicht der Meinung, dass man das alles über irgendwelche brutalen Preissteigerungen machen muss, weil letztlich sowas ist dann irgendwo wieder so ein Stück weit, oder das könnte man wieder so ein Stück weit als Verbotspolitik auslegen. Guck mal, die Grünen oder wer auch immer jetzt, die wollen uns das Autofahren verbieten, indem sie das immer teurer machen. Sondern ich bin eigentlich einer anderen Meinung. Ich bin der Meinung, man sollte das nicht darüber machen, sondern man sollte es darüber machen, dass man die Alternativen möglich macht. Ich bin also einerseits dafür, dass man logischerweise den Produkten einen fairen Preis gibt. Und zwar genau den Preis, der sozusagen einfach anfällt durch den Schaden, der angerichtet wird, wenn man so ein Produkt nutzt. Und wenn ich eben einen Liter Benzin oder eine Tonne CO2 in die Luft puste, dann richte ich damit nachweislich einen Schaden an und der liegt beim CO2 bei ungefähr 180 Euro pro Tonne. Im Moment liegen wir sozusagen bei 25 Euro pro Tonne. Ich glaube, die Grünen waren es, die gesagt haben, wir wollen auf 60 gehen, das ist viel zu wenig. Und der Verband der kommunalen Unternehmen, der hat in dieser Woche sogar eine Studie veröffentlicht, die einen Auftrag gegeben hat, die gezeigt hat, es ist sogar möglich, dass wir ab 2027 auf 300 Euro pro Tonne CO2 kommen werden, weil dann dieses nationale Emissionsbepreisungssystem, was wir ja haben, 2026 ausläuft und dann den Markt übergeben wird. Vielleicht verlinken wir das hier auch nochmal, wenn ich nochmal einen passenden Link dazu finde, hauen wir das unten nochmal in die Shownotes rein. Da warnt diese Studie davor, würde dann natürlich massivste Verwerfungen mit sich führen und zum Beispiel den Benzinpreis sprunghaft um 80 Cent in die Höhe schnellen lassen können. Das muss nicht so kommen, das kann aber so kommen. Und deswegen gehen die hin und sagen, ja, deswegen muss diese CO2-Bepreisung jetzt schon deutlich schneller ansteigen, damit man dann eben nicht so einen sprunghaften Anstieg hat, der dann die Leute wirklich massiv überfordern würde. Richtig. Und man könnte dem aus meiner Sicht entgegnen bzw. zuvorkommen, indem wir uns mal ehrlich machen und sagen, wir fangen jetzt mal an, Preise so zu gestalten,
wie ja es ja verschiedene Parteien gibt in unserer Parteienlandschaft, die immer von Marktwirtschaft regeln, dann sollen doch auch diese Parteien mal anerkennen, dass wir zum Beispiel in den Benzinpreis oder in den Preis für Heizöl oder für Gas auch jetzt mal wirklich die Umweltschäden mit einrechnen und nicht sagen, ja, wir wälzen diese Kosten auf kommende Generationen ab, weil das ist ja genau das, was im Moment nämlich passiert. Die Leute nutzen dieses, was weiß ich, Öl, Gas, Benzin, wie auch immer, habe ich ja früher auch genutzt und habe damit natürlich Kosten, die eigentlich ich verursache, auf kommende Generationen abgewälzt. Das ist ja eigentlich auch wiederum genau das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass genau das nicht geht. Also dann müsste doch jetzt zum Beispiel, nennen wir so richtig beim Namen, die FDP, die ja Marktwirtschaft immer ganz weit oben irgendwie trägt, und das ist ja auch nicht ganz falsch, obwohl ich kein FDP-Wähler bin, auch mal hingehen und sagen so, hey, wir sind total für Marktwirtschaft und wir sind auch dafür, dass es über die Preise ein Stück weit geht und über den Markt geht. Dann müssen wir aber jetzt fair sein und sagen, wenn wir jemandem Kosten aufbürden, dann müssen die auch in das Produkt mit rein und wir können die nicht mehr abwälzen. Und deswegen müsste eigentlich die FDP die erste Partei sein, die sagt, hurra, wir machen es jetzt absolut nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip, also 180 Euro pro Tonne CO2. Herr Lindner, wie sieht's aus? Angebot für Sie? Dafür wäre ich, ja, also den Produkten, in dem Fall jetzt mal hier zum Beispiel den fossilen Energien, ihren Preis zu geben, den sie auch gemäß den Schäden, die sie verursachen, jetzt muss ich den Satz vernünftig zu Ende kriegen, dann auch verdienen. Das passiert aber nicht. Wenn man das aber machen würde, dann könnte man anders argumentieren. Und was wir aber im Moment machen, ist eben, einerseits subventionieren wir die Umweltschäden, indem wir eben nicht die Warenkosten mit einpreisen. Und andererseits zerfleischen wir uns gegenseitig, weil wir sagen, wir müssen das teurer machen. Nein, es geht nicht darum, es teurer zu machen. Es geht eben darum, einen echten Preis zu finden und den auch zu verlangen. Eine Zielgerade aufzuzeigen, das können wir natürlich leider nicht von heute auf morgen machen, das sind wir schon bewusst. Den Leuten aber, den Menschen, uns allen klipp und klar zu sagen, passt auf, wir müssen das so umgestalten und die Preise werden in Zukunft steigen. Man könnte ja mit der Dieselsubvention da zum Beispiel mal anfangen und den Leuten sagen, das läuft in 10 Jahren aus oder das läuft in 5 Jahren aus. Macht euch das klar, seid euch dessen bewusst, plant eure nächste Kaufentscheidung entsprechend danach. Auf der anderen Seite ist klar, das fordert auch diese Studie vom Verband der kommunalen Unternehmen, Strom als universelle und wirklich perfekte Energieträgerform ist nun mal das the way to go. Und von daher, hier werden wir sozusagen die Preisstruktur ändern. Das heißt, alles, was strombasiert ist auf Basis erneuerbarer Energien, wird entsprechend günstiger werden. Oh, das ist ein viel zu langes Video. Wahnsinn. Aber es ist mir einfach wichtig. Und jetzt schließe ich den Kreis. Und zwar sage ich, ihr habt also gesehen, wir müssen eine ganze Menge Sachen machen. Wir müssen vielleicht auch anders werden. Wir müssen eben nicht über Verbote oder dramatische Preissteigerungen die Leute irgendwie dazu zwingen, sondern es muss den Leuten einfach klar gemacht werden, dass es nicht so bleiben kann, wie es im Moment ist. Und wenn wir es aber jetzt nicht mal schaffen, uns darüber zu einigen, wer diese Kosten trägt, müssen die alle tragen. Ich genauso irgendwo. Klar, mit jedem Produkt, was ich kaufe, werde ich diese Preise mittragen müssen. Nur weil ich, was weiß ich, ein bisschen Solarstrom erzeuge und eine Wärmepumpe habe, bin ich ja aus dieser Thematik nicht raus. Aber wenn wir es nicht mal schaffen, uns darauf zu einigen, und ein Shitstorm losgeht gegen irgendeine Partei, die sagt, das Benzin muss jetzt mal 5 Cent teurer werden und dann kommt gleich die nächste Partei um die Ecke, die sagt, das ist aber sozial überhaupt nicht akzeptabel, das geht überhaupt gar nicht. Also wenn wir das nicht mal schaffen, wenn wir darüber diskutieren, wenn wir darüber Kindergarten machen, so wie das bisher und jetzt im Moment läuft, ne, Stichwort Wahlkampf. Ehrlich gesagt, was sollen wir denn dann diesem jungen Mädchen dort in diesem Inselstaat sagen, wenn sie uns fragt, wieso macht ihr das eigentlich und wieso könnt ihr damit nicht einfach aufhören? Weil dieses Land klimaneutral zu gestalten und letztlich nicht nur dieses Land, sondern die Welt klimaneutral zu gestalten und wir streiten uns über 16 Cent oder über die Aufteilung von Heizkosten, da brauchen wir gar nicht weiterzumachen. In dem Sinne könnten wir sofort aufhören und sagen, kriegen wir nicht auf die Reihe, weil da kommen noch ganz andere dicke Bretter, die wir bohren müssen. So. In diesem Sinn, das war ein etwas längeres Wort zum Freitag. Vielen Dank, dass ihr bisher dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedanken folgen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu. Ja, wie immer zählt, mach selbst, sonst mach's keiner.
mach es selbst, sonst macht es keiner. Ist natürlich nicht ganz richtig. Aber wir können alle bei uns selbst anfassen und anfangen. Das habe ich schon öfters gesagt. Und von daher, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag in der Live-Sendung und ansonsten in irgendeinem anderen Video. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Ciao, ciao.